Ja, also auch ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich. Ich finde es toll, dass es so ein großes Interesse gab. Wir haben ehrlich gesagt mit ganz viel weniger gerechnet eigentlich. Ja, und es ist schön zu sehen, dass es doch eine ganz gute und große Resonanz bekommen hat. Jetzt meine Aufgabe als Moderator ist ja nicht jetzt noch viel zu sagen. Schon so vieles gesagt zur Begrüßung. Ich will ganz kurz eben jetzt dieses Panel eröffnen mit zwei, drei Sätzen. Das ist ja also wirklich kokett, ja, also da zu sagen, man muss die beiden nicht vorstellen, weil das stimmt ja in einer gewissen Weise wirklich sehr. Ja, also Franz Deppe und Joachim Jürch. Ja, aber wenigstens doch zwei, drei kurze Sätze, weil genau genommen stehen beide ja, wenn man so will, für das, was Thomas jetzt auch schon angesprochen hat, für eine marx- und marxistische Diskussion in Hessen, jetzt an zwei Universitäten, eben Marburg und Frankfurt, und auch für verschiedene Traditionen. Aber es gibt eben auch große Überschneidungen, eben wenn man denkt, beide haben in den 60er Jahren, also hier auch in Frankfurt studiert. Frank ist, wie ich dem Wikipedia-Eintrag entnommen habe, der hat das nochmal bestätigt, wegen Heinz Maus nach Marburg gegangen. Heinz Maus, wie vielleicht einige wissen, war ja jemand, der in ganz eng mit Horkheimer verbunden war, eine Weile lang Assistent von Horkheimer, Anfang der 50er Jahre, der auch versucht hat, in Ost-Berlin an der Humboldt-Universität eine akademische Karriere als Soziologe zu verfolgen, aber dort dann gescheitert ist, weil er sehr schnell dort politisch sanktioniert wurde und dann zurückgekommen ist nach Frankfurt, später dann nach Marburg gegangen ist. Also das heißt, es gibt sozusagen vielfältige Bezüge und beide haben ja zu diesen Entwicklungen der marxistischen Diskussion, jetzt Frank im Bereich der politischen Theorie mit vielen Publikationen beigetragen, Joachim im Bereich, das würde man vielleicht so sagen, politische Soziologie, Staatstheorie, materialistische Staatstheorie, ja, also wesentliche Beiträge und genau diese Linien seit den 70er Jahren, wie kann man sagen, das von Marx angedachte weitere Buch zum Staat, ja, also der sogenannte Sechs-Bücher-Plan, das zu verfolgen. Also so ganz kurz, ja, eine kleine Vorstellung und dann gebe ich Frank das Wort. Wir haben das so überlegt, dass beide jeweils 30 Minuten sprechen, ja, und wir dann eine Stunde das zusammen diskutieren. Wenn man an das Thema rangeht, trifft man schon auf verschiedene Dimensionen. Es gibt eine sehr weite Dimension, das ist Marx 200. Es gibt eine etwas engere Dimension, die heißt Hessen. Und dann noch eine ganz enge Dimension, die dann Marburg in meinem Fall heißt, oder Frankfurt und Marburg. Also das irgendwie unterzubringen, ist sehr schwierig. Und ich werde dann mit meinen Notizen hier auch manchmal etwas großzügig umgehen müssen, und bitte dabei um Nachsicht. Der Leitfaden für die Vorgehensweise wird natürlich durch Marx selbst vorgegeben. Thomas hat es gerade gemacht. Ich wollte aus der Grabrede von Engels zitieren, das ist zu lang, deswegen zitiere ich nur aus der dritten Feuerbach-These: Das Zusammenfallen des Änderns der Lebensumstände und der menschlichen Tätigkeit kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Sozusagen. Das gleichsam als Ausgangspunkt, und ich will es so strukturieren, dass ich auf der einen Seite im ersten Teil, ich nenne es mal Streiflichter mache, das unsystematisch zu dem Thema Marx, Marxismus in Hessen, und dann im zweiten Teil auf Abendbrot und die Marburger Schule eingehen. Wenn man ganz weit zurückgeht, Marx in Hessen, also Revolution in Hessen, scharfe Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse, Aufruf zur Revolution, dann stößt man auf den hessischen Landboten von Georg Büchner, sozusagen in der Vorwärts vor, da war der Marx noch zu jung. Da ist sozusagen ein frühes Signal. Das Zweite, das will ich jetzt nur ganz kurz machen, als ich mir aufschrieb, habe ich gedacht, da muss ich mal länger nachschauen. Das ist, weil wir in der Nähe der Miquel-Allee sind, ist mir der Name Johannes von Miquel eingefallen.
Er war 4 Jahre lang Mitglied des Bundes der Kommunisten und mit Marx befreundet und wurde dann später Frankfurter Oberbürgermeister und preußischer Finanzminister und repräsentierte den rechten Flügel der Nationalliberalen Partei und wurde Vorsitzender des Kolonialvereins. Das sind ja interessante Biografien, die nicht nur im 19. Jahrhundert stattfanden, vom revolutionären Kampf sozusagen in die höchsten Positionen. Das sollte aber jetzt keine Polemik am Anfang sein, sondern es ist ein interessanter Forschungsgegenstand, auch in diesem Komplex Marxismus über Biografien. Der dritte, den ich in diesem Streiflicht erwähnen möchte, ist auch etwas ungewöhnlich. Das ist der Name August Spies. August Spies war ein Mensch aus Nordhessen, der in die USA emigrierte, aus einer ganz armen Gegend, einer von den vielen Emigranten. August Spies wurde dann in den Chicago Revolutionär und Redakteur der Arbeiterzeitung und nahm teil an der Demonstration auf dem Haymarket 1886, als dort eine Bombe explodierte. Und August Spies gehörte zu den 3 amerikanischen Revolutionären, die danach hingerichtet wurden. Einer sozusagen der frühen Justizmorde in den USA. Und 1889 tagte in Paris ein Sozialistenkongress, Friedrich Engels lebte noch. Und dieser Kongress hat beschlossen, den 1. Mai sozusagen mit Erinnerung, mit Bezug auf die Demonstration für den 8-Stunden-Tag auf dem Haymarket, den 1. Mai zum Kampf- und Feiertag der internationalen Arbeiterbewegung zu erklären, der auf sehr unterschiedlichen Wegen dann bis zum 1. Mai 1933 gefeiert wurde. So, jetzt mache ich einen Sprung bei den Streiflichtern. Marxismus in Hessen, ja, fast die Geburtsstunde des westlichen Marxismus, die Gründung des Instituts für Sozialforschung 1923, das Thüringer Seminar, wo diskutiert wurde über Lukács-Geschichte und Klassenbewusstsein und Karl Korsch, Marxismus und Philosophie. Über Felix Weil gibt es inzwischen ja interessante Literatur, sowohl in Argentinien als auch eine kleine deutsche Fassung. Felix Weil war sehr viel enger, als ich das bisher wusste, mit der Kommunistischen Partei und auch mit der Kommunistischen Internationale verbunden. In Argentinien korrespondierte er mit Sinoviev, der zu dieser Zeit Vorsitzender der Kommunistischen Internationale in Moskau war. Und bedeutende Wissenschaftler, die unter Karl Grünberg an das Institut kamen, wie also Henrik Rossmann, wie Richard Sorge und natürlich Borkenau, standen nicht nur der KPD sehr nahe oder waren Mitglieder, sondern wurden später gerühmt wie Sorge. Aber natürlich die Vorbereitung der Mega-Ausgabe, die über das Institut für Sozialforschung lief, von Amsterdam nach Moskau, also die Manuskripte zu bringen, das, denke ich, ist eine Konzentration von Marxismus am Ende des Ersten Weltkrieges, nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Oktoberrevolution. Man könnte fragen, wie weit Horkheimer und Adorno und Pollock zu dieser Zeit auch noch stark von dem frühen Geist des Instituts beeinflusst waren. Es gibt diesen schönen Brief von Theodor W. Adorno aus Kronberg, aber den will ich jetzt nicht zitieren. Aber interessant an der Frankfurter Universität, das ist für Marburg wichtig, ist auch noch ein anderer, nämlich bei dem Arbeitsrechtler Hugo Sinsheimer arbeitet Franz Neumann. Franz Neumann, den ich für sozusagen den bedeutendsten marxistischen Gewerkschafts- und Rechts, einen der bedeutendsten Rechtstheoretiker. Also der Punkt, der schon die Frage des Marxismus bezieht, auf einen Ansatz, der die Vermittlung von Klassenverhältnissen und Kräfteverhältnissen von Klassen auf der Ebene der Regulation sozialer Beziehungen durch Recht und durch Verfassung und Verfassung als Ergebnis und Rechtsnormen auch als Ergebnis von Klassenkämpfen und als Ausdruck von Kräftekonstellationen von Klassen interpretiert, das ist sozusagen hier bei Sinsheimer und Neumann ein ganz wichtiger Punkt. Und für das, was ich später sagen werde, ist insofern nochmal wichtig,
Wolfgang Abendroth, der zu dieser Zeit auch als Mitglied der Kommunistischen Studentenfraktion in Frankfurt studiert hat, manchmal etwas despektierlich später vom Kaffee Marx gesprochen hat, aber der bei Sinsheimer promovieren wollte, 1932/33, und dann sozusagen wie Sinsheimer mit Berufsverbot belegt wurde. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung in die Hessische Verfassung von 1946. Die enthält viel Marxismus, sage ich mal sehr verkürzt, und es haben Menschen, die sich als Marxisten begriffen haben, an dieser Verfassung mitgewirkt, und zwar nicht nur Vertreter der KPD, Oskar Müller als Arbeits- und Wohlfahrtsminister, so nannte man das damals, auch sehr bedeutende, auch intellektuell bedeutende Leute, wie Leo Bauer, der zum Beispiel Fraktionsvorsitzender der KPD im Hessischen Landtag war, eine tragische Biografie, sowohl für die Geschichte der kommunistischen Bewegung als auch im Kalten Krieg, tut sich da auf. Aber wie gesagt, ich will die Verfassung jetzt im Einzelnen nicht auswerten, aber vor allem der Teil über die wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte und Pflichten, wie es heißt, mit dem Recht auf Arbeit, der Anerkennung des Streikrechts, des Verbots der Ausstellung, 8-Stunden-Tag steht in der Verfassung, soziale Sicherung und so weiter, auch das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte, das dann im Hessischen Betriebsrätegesetz ausgeführt wurde, sozusagen. Das sind Elemente, da haben Menschen mitgewirkt, die haben sich als Marxisten begriffen. Ob sie Sozialdemokraten waren oder ob sie Kommunisten waren, die hatten allerdings unterschiedliche Vorstellungen von Marxismus. In diesem Zusammenhang könnte man dann auch an die Hessische Landesregierung erinnern, die mit ihrer Berufungspolitik unter Karl-Georg August Zinn dann zumindest in einer ja im Grunde genommen unveränderten Universitätslandschaft, das heißt in einer Situation, in der die überwiegende Mehrheit der Professoren nach wie vor die gleichen waren wie die vor 1945, und Abendroth in seinem Leben der Arbeiterbewegung sagt, der schlimmste Vorwurf, den du dir einhandeln konntest an der Universität, war, dass du gegen den Faschismus gekämpft hast. Also in diese Universitätslandschaft hinein wurde von der Hessischen Landesregierung und von der Sozialdemokratie, muss man dazu sagen, dann wenigstens einige Linke, die sich auch als Marxisten verstanden haben, auch in unterschiedlichen Konstellationen berufen. Eugen Kogon jetzt nicht, war kein Marxist, aber war Buchenwald-Häftling, Antifaschist. Dann haben wir Arkadi Gurland in Darmstadt, der auch deshalb wichtig geworden ist für die Kontinuität, weil Jürgen Seifert bei ihm Mitarbeiter war, bevor er nach Hannover ging. Und dann gab es auch noch den Heinz Langerhans später. Das waren auch alles Menschen, Biografien von Wissenschaftlern, die vor 1933 sozusagen ganz wichtige Schriften über die Frage Marxismus und Staat, Reform und Revolution und so weiter verfasst hatten. Aber sich in diesem politischen Spektrum bewegten zwischen der KPD und der SPD. So, jetzt habe ich noch ein Streiflicht, das die Gewerkschaften betrifft. In Frankfurt gab es auch damals schon die Zentrale, der Hauptvorstand der IG Metall. Und der Vorsitzende der IG Metall war Otto Brenner. Und ich will jetzt nur, ich sehe ja nur ein Streiflicht, Entschuldigung, ich greife mal heraus, ich kannte das nicht, in der Biografie über Otto Brenner ist hinten eine CD drin und da findet sich eine Fernsehaufzeichnung, Günter Gauss im Gespräch in den 60er Jahren, eine ganz prominente Veranstaltung, und der spricht mit Otto Brenner, Günter Gauss. Und ich sage jetzt nur das, was uns direkt betrifft, irgendwann im Gespräch sagt der Gauss, Herr Brenner, sind Sie eigentlich Marxist? Und Otto Brenner ist eh sehr zurückhaltend in dem ganzen Gespräch, man merkt ihm so ein gewisses Misstrauen an. Also, dass der ihn irgendwie aufs Glatteis einer führen will. Und dann antwortet Brenner auf die Frage, sind Sie eigentlich Marxist? Ja, diese Frage kann ich weder bejahen noch vereinen. So. Daraufhin sagt der Gauss, ja, verstehen Sie unter Marxismus eine Heilslehre oder verstehen Sie darunter eine Methode zur Analyse sozusagen der gesellschaftlichen Verhältnisse? Und dann, wie aus der Pistole geschossen, sagt der Brenner, ja, selbstverständlich verstehe ich ihn so. Und ohne den historischen Materialismus und den Marxismus kann man überhaupt als Gewerkschafter keine richtige Politik machen.
Der Jürgen nickt gleich. Es ist übrigens in diesem Interview, weil Marxismus hat ja auch was mit Revolution zu tun, auch etwas ganz Interessantes. Man stellte sich das mal für heutige Verhältnisse vor. Kurz danach fragt nämlich Gauss den Otto Brenner, sind Sie Pazifist? Da sagt Brenner ganz schön, nein. Und dann zögert er einen Moment und sagt dann, als Revolutionär kann ich ja kein Pazifist sein. Eine fast unvorstellbare Formulierung, wenn man den heutigen Vorsitzenden der IG Metall anhört. Übrigens, für Marxismus in Hessen und für hier der IG Metall gehörte die Europäische Verlagsanstalt. Und die Europäische Verlagsanstalt hat seit den 60er Jahren bis zu ihrem Ende außerordentlich wichtige, nicht nur klassische Texte in der Reihe politische Texte, die ihren Fetscher, Wolfgang Armbrot und Ossip Flechtheim herausgegeben haben, sozusagen die Klassikertexte der Geschichte des Sozialismus publiziert, sondern auch in der Breite die linken marxistischen Debatten in der damaligen Zeit. Also ich nenne nur André Gorz, die Schriften von André Gorz Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, italienische Autoren und so weiter. Also ein ganz wichtiger Beitrag, der hier auf dieser sozusagen Schiene, sage ich mal, IG Metall, Marxismus, Intellektuelle, und dass die Beziehung auch zum SDS über die IG Metall, Alex hat das im letzten Kapitel seiner dies über die nonkonformistischen Intellektuellen ja gezeigt, wie der Frankfurter SDS jemanden ist, der auch sozusagen eine bestimmte Tradition des Marxismus, also des Marxismus des 20. Jahrhunderts, wir würden sagen des westlichen Marxismus, erhalten hat. Aber gleichzeitig haben Oskar Negt und Michael Schumann in der Bildungsabteilung der IG Metall gearbeitet, um dort mitzuwirken an Schulungsprogrammen der Gewerkschaft IG Metall, die dann im Zusammenhang des großen Bildungszentrums Sprockhövel und so weiter ja auch praktiziert wurden. So, und zum Abschluss dieses Teils will ich einen Hinweis geben, weil das jetzt auch anschließt, auf das Einleitungskapitel von Student und Politik. Das war eine empirische Untersuchung über das Bewusstsein der Studierenden vom Institut für Sozialforschung, Ludwig von Friedeborg, Jürgen Habermas, Christoph Oehler und noch ein vierter Autor. Und Jürgen Habermas hat das Einleitungskapitel geschrieben zu dieser Studie, als sie veröffentlicht wurde im Lugdahand Verlag, und zwar über den Begriff der politischen Beteiligung, Reflexionen über den Begriff der politischen Beteiligung. Das ist 1961 erschienen. 1961 hat Habermas dann mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit in Marburg, also bei Abendroth etwas verkürzt gesagt, habilitiert. Und ich kann es nur empfehlen, man lese nochmal die Schlusspassage dieser Reflexion über den Begriff der politischen Beteiligung. Da wird von Habermas sozusagen ein bestimmter Diskussionsstand einer marxistischen Diskussion in der damaligen Zeit über das Verhältnis von formaler und materialer Demokratie rekapituliert und sozusagen programmatisch ausformuliert. Ich will das jetzt auch wegen der Zeit, das lange Zitat, nicht vorlesen, aber ich denke, das hat insofern mit Marxismus in Hessen zu tun. Als Jürgen Habermas, als er viel später von Per Andersen gefragt wird, Herr Habermas, könnten Sie sich noch mit dem, was Sie Anfang der 60er Jahre geschrieben haben und als Sie sich als Sozialist verstanden haben, könnten Sie sich darauf noch positiv beziehen? Und dann sagt Habermas, das war ein New Left Review, wenn ich das nicht könnte, wäre ich nicht der, der ich bin. Also hat sich nicht davon distanziert, aber es sind sozusagen diese Texte, um wieder Marxismus in Hessen auch in der kontroversen Konstellation zu benennen, das waren ja die Gründe, warum Horkheimer darauf gedrängt hat, Habermas aus dem Institut für Sozialforschung sozusagen herauszudrängen, und die Habilitation war dann unmöglich in Frankfurt, und da hat der berühmte Brief von Horkheimer dann an Adorno, der dann sagt, ja, das ist ein Marxist, und er bezieht sich eben ausdrücklich auf den Artikel von Habermas, der früher erschienen war, nämlich der Aufsatz zur philosophischen Diskussion um Marx und den Marxismus von 1957,
der dann in Theorie und Praxis abgedruckt wurde. So, ich beende jetzt diesen Teil mit den Streiflichtern. Ist mir völlig klar, dass das etwas unsystematisch war. Vielleicht ist eines schon deutlich geworden. Die Entwicklung Marxismus in 200 Jahren, die jeweiligen Verbindungen von Theorie und Praxis, das war ja der Ausgangspunkt, diese jeweiligen Verbindungen sind sehr epochenspezifisch. Sie bilden jeweils in bestimmten historischen Epochen, gerade im 20. Jahrhundert, Zeitalter der Katastrophen, sozusagen die Formierungsperiode der marxistisch orientierten Massenparteien der Arbeiterbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Das sind jeweils spezifisch, historisch spezifische Konstellationen, die dann auch diese Entwicklung des Marxismus und die jeweiligen Verbindungen von Theorie und Praxis bestimmen. Das ist natürlich im Kern dann die Entwicklung des Kapitalismus und seiner Widersprüche, die dann auch die Biografien von Marxisten beeinflussen, über die wir noch sprechen werden. Und dazu müsste man dann jetzt für das Folgende sagen, biografisch drückt sich das ja so aus bei uns, unsere Lehrer, die Generation unserer Lehrer und Lehrerinnen, leider weniger, aber überwiegend Lehrer, die waren bestimmt durch das Zeitalter der Katastrophen. Das waren die, die wir kennengelernt haben an den Universitäten, wenn sie Linke waren, oder in der Arbeiterbewegung. Das waren Menschen, die meistens am Anfang des Jahrhunderts geboren waren. Karl Kautsky hat mal am Ende seiner Schrift, Der Weg zur Macht, 1919 hat er das geschrieben, wo Abendroth immer sagte, das war das wichtigste Buch von Kautsky, bevor er umgefallen ist. Da hat er nämlich vorausgesagt, den Übergang in eine neue Epoche von Krisen, schweren Kämpfen und Revolutionen. Und er sagt, am Ende dieser großen neuen Konfliktperiode, da wird unser Sieg stehen und sagt dann, glücklich jeder, der berufen ist, an diesem Kampfe teilzunehmen. Jetzt schaut man sich die Geschichte mal an, viele haben das gar nicht überlebt. Und zwar nicht nur im Kampf gegen das Kapital, sondern auch in Gefängnissen, die von kommunistischen Regierungen eingerichtet waren. Und diejenigen, die es überlebt haben, Krieg, Faschismus, Weltwirtschaftskrise, Emigration und dann zurückkamen nach 1945. Das war sozusagen eine biografische Prägung durch die Katastrophengeschichte des Jahrhunderts. Und während die Jüngeren unserer Generation, wir sind ja die schrecklich Alten, wir waren geprägt durch die Nachkriegszeit, den Kalten Krieg, die Systemkonkurrenz, das Wirtschaftswunder, die relative Prosperität, also bis in die 60er Jahre. Aber für uns, das will ich auch vorwegführen, die überwiegend aus nicht proletarischen Milieus oder politischen Zusammenhängen der Linken kamen als Studierende, Kleinbürger, wie Marx und Engels immer sagten, besonders misstrauisch muss man den Kleinbürgern gegenüber sein. Also für uns gehörte zur politischen Sitzsozialisation auch, dass wir die Vertreter, die Überlebenden dieser Generation, kennenlernen. Und nicht nur als politisch Handelnde, sondern auch als persönlich beeindruckende Subjekte. Da will ich stellvertretend nochmal nur jemanden, der mich, viele andere, einige hier werden das auch sagen, wer die Gelegenheit hatte, mit Willy Bleicher, dem IG Metall-Vorsitzenden von Baden-Württemberg, der in vielen Streikauseinandersetzungen seiner Zeit stand, von dem man wusste, dass er fast 10 Jahre in Buchenwald war, von dem man wusste, jetzt inzwischen auch über Filme, dass er bei der Rettung eines jüdischen Kindes beteiligt war und grauenhaft gefoltert wurde und so weiter. Das waren generationsspezifisch, auch für uns als jüngere Generation, sehr nachhaltige Eindrücke und natürlich Abendroth selbst mit seiner eigenen Biografie gehörte auch zu diesem Kreis von Personen. So, jetzt, wie viel habe ich noch, Alex? 10 Minuten. 10 Minuten. Jetzt komme ich also zu Wolfgang Abendroth und Marburg. Das habe ich in 2 Abschnitte gegliedert, ist ja ganz klar, das schaffe ich aber nicht. Also es ist klar, bei Abendroth erfolgt schon aus den biografischen Gesprächen Leben in der Arbeiterbewegung, die bei ihm ein Moment
ich sage es einem, das ist ein Einstellungsmerkmal bei Ihnen. Wenn wir es vergleichen mit vielen anderen, auch im intellektuellen Milieu, ist das eine sehr eigentümliche Biografie, die da antwortet. Also eigentümlich jetzt nicht werbend gemeint, sondern sehr, sehr spezifisch. Ich habe jetzt eine Reihe von Zitaten zusammengestellt, die ich jetzt hier wegen der Zeit nicht bringen kann, wo sozusagen Armut als Theoretiker des politischen Marxismus, der politischen Theorie, also für die politische Theorie des Marxismus angesprochen wird. Also Armut gehört nicht zu denen, wo man sagen könnte, naja, der hatte so das Traditionelle drauf, was Marxisten der zweiten und dritten Internationale in Schulungen mitteilen konnten, und ansonsten hat er immer nur praktisch sich engagiert. War ich sehr sympathisch, aber theoretisch bedeutungslos. Abendroth hat sozusagen Stränge der Diskussion wegen seiner politischen Orientierung aufgegriffen, die natürlich in den 20er Jahren schon eine große Rolle gespielt haben. Ich habe es vorhin angesprochen mit der Frage des Rechts, der Bedeutung des Rechtes für die Regulierung von Klassenbeziehungen. Also die Veränderung von Rechtsverhältnissen im Ergebnis der Veränderung der Kräftekonstellationen von Klassen. Und gleichzeitig hat er von Otto Bauer, dem Vorsitzenden der österreichischen Sozialisten, hat er sozusagen die These vom Kräftegleichgewicht der Klassen, die sich in den Verfassungs- und Rechtsnormen jeweils, also nach dem Ersten Weltkrieg, widerspiegelt und ein Terrain konstituiert, ein politisches Terrain konstituiert, auf dem immer gekämpft wird, um die Verschiebung gewissermaßen dieser Kräftekonstellation. Und Armut gehörte dann, ich verkürze das jetzt sehr, zu denen, die die Bonapartismus-Theorie von Marx so interpretiert haben, dass sie sagten, auf diesem Terrain wird die Bourgeoisie immer dann, wenn sie entweder geschwächt wird durch Krisen und die Linke stärker wird, wird sie immer sozusagen zu den außerlegalen Gewaltmitteln greifen, um ihre ökonomische Herrschaft politisch abzusichern. Und das hat er natürlich auch, also diesen Strang der Bonapartismusdebatte hat er sozusagen jetzt natürlich auf die, für die Interpretation des Endes der Weimarer Republik. Und in diesem Zusammenhang hat er sozusagen eine zweite Theorie entwickelt, die sicher unter uns auch umstritten ist, wenn wir über die Frage Reformismus, was ist Reformismus, nicht reformistisch und so weiter diskutieren. Tiger Reiten hat Joachim mal in einem seiner späteren Bücher geschrieben, radikaler Reformismus, gibt nichts anderes. Für Armuth war sozusagen die zentrale Frage die, dass er die Beeinflussung der Machtverteilung zwischen den Klassen, dass er dies immer als die entscheidende Frage angesehen hat, auf die sich auch die Politik auszurichten hat. Und man könnte jetzt sagen, in den 50er Jahren seine Verfassungsinterpretation zum Grundgesetz, die er ja auch in den Reihen der Staatsrechtslehrer in der Bundesrepublik gegen Forsthoff und andere vertreten hat, sozusagen, da hat er in einer unglaublichen Defensivposition, also der Forsthoff schreibt dann an den Karl Schmidt, der Abendroth, der auf diesen Staatsrechtslehrertagungen denen erzählen wollte, dass das Sozialstaatgebot im Grundgesetz enthalten ist. Da schreibt der Forsthoff an Karl Schmidt, das ist so ein jugendbewegter Fantast, der Abendroth, kein Jurist. Ja, weil er eben die politisch, was für Abendroth selbstverständlich war natürlich für Forsthoff und Schmidt grauenhaft, dass das etwas zu tun hat mit Kräftekonstellationen von Klassen und natürlich auch die Sozialstaatlichkeit. Und was bei Armut noch dazugehört, ich will das ergänzen, dann komme ich mit den 5 Minuten, es tut mir leid, dass ich zu vielen von denen, die auch hier sitzen, dann noch komme, aber ich kann der Diskussion nachher noch was sagen. Bei Armut, um sein Marxismusverständnis zu verstehen, kommt hinzu, ich nenne es mal die Philosophie der Zwischengruppen und seine intellektuellen Positionen, seine Bestimmung der Rolle des Intellektuellen. Also die historisch, die Zwischengruppen, das meint etwas, das Ende der Weimarer Republik. Armut war, jede Generation hat sich spezifisch geprägt, diese Generation war die Linke, waren geprägt durch die Niederlage von 1933 und natürlich die Folgen, die sie unmittelbar betrafen. Und was war der Grund für diese Niederlage? Und
Es hatten sich vor 1933 rechte Abspaltungen der Kommunisten und linke Abspaltungen der Sozialdemokraten gebildet, in denen die jeweiligen Parteien, die Sozialdemokratie für zu viel Reformismus und die KPD für ihren ultralinken Kurs, auch den Sozialfaschismuskurs, sozusagen kritisiert wurden und vor allem die Gruppe Neubeginnen, das war der programmatische Titel, dann gesagt hat, wir brauchen eine neue Einheit. Otto Bauer hat das dann 1936 unter dem Begriff integraler Sozialismus gefasst. Das ist sozusagen, und diese Zwischengruppen, aus denen viele bedeutende Politiker der Bundesrepublik, nicht nur Willy Brandt, hervorgegangen ist, also das war das Manifest von Buchenwald, schafft die Einheit. Das war sozusagen eine nicht nur wissenschaftliche Orientierung von Armbrot, nämlich diese Gruppen aufarbeiten zu lassen in hervorragenden Dissertationen, sondern gleichzeitig die Philosophie der Zwischengruppen in dem politischen Feld zwischen Sozialdemokratie und Kommunisten sozusagen als ein eigenständiges politisches Feld des Werbens für die Einheit zu betrachten. Das war seine Vorstellung und das hat er auch jetzt in seiner intellektuellen Konzeption, hat Abendroth das vertreten, auch umstritten. Ich meine, die Frage, wie steht der Intellektuelle, nicht nur im Kontext der Klassenauseinandersetzung, sondern sogar zu konkreten politischen Organisationen und Parteien, da hat Abendroth, also, und das könnte man jetzt von Marx, Engels, über Gramsci, also bis ganz viele Sartre und so weiter, Bourdieu, könnte man diese intellektuelle Debatte verfolgen. Das ist ja immer die Grundfrage, die Autonomie analytischer Arbeit als Selbstdefinition des Intellektuellen, die Gefahr Stirner, der Einzige und sein Eigentum, die alte Krankheit der Intellektuellen. Ich bin zweimal fertig. Ja. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite wiederum die Gefahr, die dann Bourdieu anspricht, wenn er sagt, der organische Intellektuelle, der in der Partei aufgeht und seinen Status als Intellektuellen verliert. Dieses große Spannungsverhältnis, das sich in verschiedenen Phasen der Geschichte, in Marburg sage ich dazu, immer wiederholt hat in neuen Konfigurationen, Krisen, Konflikten und so weiter. Das hat Abendroth übrigens selbst ausgefochten. Er wurde in allen Parteien, der er Mitglied war, wurde er ausgeschlossen. Also da war es so, und diesen Spagat hinzubekommen, die Autonomie der intellektuellen Arbeit zu verbinden mit dem politischen Engagement hier in einer Partei, in der Kommunistischen Partei, in der Sozialdemokratie nach 1945. Und Abendroth hat uns Intellektuellen gesagt, das ist dann mein Schlusswort, ich weiß, dass ich einen wesentlichen Teil dessen, was ich hier noch sagen wollte, nicht, jetzt nicht alles macht nichts. Abendroth hat gesagt, ich verkürze das, wenn ihr als linke Intellektuelle, wir waren da 68, dachten wir ja, wir stürmen sozusagen alle Herrschaftsbastionen, nicht nur in der Universität, sondern auch in dieser Gesellschaft, wir haben uns unheimlich stark gefühlt. Er sagt immer, vergesst nie, dass das die Universität eine Institution der bürgerlichen Gesellschaft ist, wie immer ihr in einem Fachbereich mal eine Mehrheit bekommt, macht euch keine Illusion. Aber gleichzeitig sagt er, als linker Intellektueller, musst du immer dir die Frage stellen, wie das, was du tust, verbunden werden kann mit dem linken Flügel der real existierenden Arbeiterbewegung in dieser Zeit. Und für ihn ging eben, Philosophie der Zwischengruppe, dieses Terrain der real existierenden, des linken Flügels, der ging von ihm, von den linken Sozialdemokraten über die Trotzkisten bis hin zu den Kommunisten, die die meiste Zeit, als er dieses praktizierte, in der Illegalität waren und dann erst ab 1968, 69 wieder in der Legalität waren. Das war, wie gesagt, sozusagen eine Botschaft oder eine Vermittlung, die er geleistet hat im Umgang mit seinen eigenen Schülern. Und das wäre jetzt sozusagen ein neuer Teil, da mal kritisch zu fragen, was dann daraus später auch in Marburg geworden ist. Ich will das abschließend vielleicht nur so weit sagen, ich kann ja gar nicht für alle die sprechen, das geht gar nicht. Aber viele, die in Marburg standen, sind seit den 70er Jahren das Privileg hatten, ich sage das für mich, das Privileg hatten, Hochschullehrer zu sein,
im Ergebnis eines Kampfes, sage ich ja selbstlos dazu, wie an anderen Hochschulen auch, das ist jetzt keine Sonderstellung Marburg. Das ist eine Sonderstellung war in Marburg, ich komme zum Schluss, war, dass in dem Kampf, jetzt rede ich mal über mich, für meine Professur, wir neben internationalen Gutachten, den üblichen Gutachten, fünf prominente Gewerkschafter aus der Bundesrepublik hatten, die die Berufung von mir, Marx, an die Uni unterstützt haben. Und ich weiß noch, dass ich kurz vor seinem Tod Loni Marlein, der war Vorsitzender der IG Druck und Papier und dann der IG Medien, besucht habe im Krankenhaus. Und als ich rausging, das war mein Schlusssatz, rief Loni hinter mir her, sagte, komm doch nochmal zurück. Und da sagte er, weißt du, als ich damals dann geschrieben habe, dass du Professor werden sollst in Marburg, bekam ich unheimlich viele Briefe von CDU-Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag und so weiter, die alle gesagt haben, das ist ja der Untergang des Abendlandes, wenn jetzt Gewerkschafter sich einbilden, sie könnten bei Professorenbesetzungsstellen mitreden. Sozusagen. Das war nochmal die Spannung, in der natürlich viele konkrete Kämpfe auch im Einzelnen ausgetragen wurden. Und ja, nachher können wir vielleicht noch ein bisschen was dazu ergänzen. Vielen Dank. Als ich die Einladung gekriegt habe, habe ich mich natürlich gefragt, was soll eigentlich Marx in Hessen? Marx war ja ursprünglich preußischer Staatsbürger, hat wahrscheinlich, war nie in Hessen. War am Anfang? Ja. Wenn er wahrscheinlich auch nicht getroffen hat, war der sein bekannter hessischer Revolutionskollege Georg Büchner. Was heißt, Marx hat mit dessen vielleicht außer der Buchenheimer Landstraße nicht so sehr viel zu tun. Der Titel der Veranstaltung bezieht sich auch nicht darauf, sondern darauf, dass es in Hessen relativ viele Leute gab, die sich mit Marx beschäftigt haben, die sich mit seiner Theorie auseinandergesetzt haben. Das ist ja auch das Thema dieser Tagung. Wobei die Art und Weise, wie das gemacht worden ist, also die Auseinandersetzung mit Marx, sehr unterschiedlich, sehr gegensätzlich und auch sehr konflikthaft war, gerade in Hessen. Zur Geschichte möchte ich jetzt nicht so sehr viel sagen, weil der Frank Deppe das schon angerissen hat, von Marx in Hessen, das Frankfurter Institut für Sozialforschung, das schon damals, seit seiner Gründung, durch erhebliche politische Konflikte und theoretische Konflikte gekennzeichnet war. Zum Beispiel die staatstheoretischen Kontroversen zwischen Horkheimer und Pullock auf der einen, Neumann und Kirchheimer auf der anderen Seite, die selbst grundsätzlich sehr tiefgreifend und auch nicht sehr schön waren. All das bezeichnet einen bestimmten Zug dessen, was man unter Marx in Hessen versteht, nämlich Konflikte. Was ja auch nicht schlecht ist. Festzuhalten bleibt, dass das Institut für Sozialforschung nach der Direktionsübernahme durch Horkheimer zu einem Zentrum dessen wurde, was später als westlicher Marxismus bezeichnet wurde oder auch abwertend als Hegel-Marxismus. Die Nachkriegsgeschichte ist bekanntermaßen sehr stark dadurch geprägt, dass Horkheimer und Adorno an die Universität Frankfurt kamen, Abendroth den Ruf an die Universität Marburg bekommen hat. In Frankfurt gab es überdies nicht nur das Institut für Sozialforschung, sondern auch den Fachbereich der Universität, beispielsweise mit dem Namen Fetscher verbunden, mit seinen Assistenten Reichert und Schäfer, mit Backer und Spitzer, also eine ganze Menge von Leuten, die sich in sehr unterschiedlicher Weise mit Marx beschäftigt haben. In Frankfurt wurde auch später die Schriftenreihe Gesellschaft, Beiträge zur Marxischen Theorie herausgegeben, also eine relativ lange Geschichte. Was die Marxische Theorie mit Demokratie und Emanzipation zu tun hat, ist bekanntermaßen nicht ganz einfach zu beantworten. Wenn man daran denkt, dass die Bezugnahme auf Marx auch als Legitimation von Diktaturen und Unterdrückung benutzt wurde, Emanzipation durch Parteidiktatur ist
ja einen Widerspruch in sich. Aber auch abgesehen davon gab es sehr unterschiedliche Interpretationen seines Werks. Dies hängt damit zusammen, dass Marx' Vers keineswegs abgeschlossen ist und recht uneinheitlich. Und Marx' Texte sind auch nicht immer auf der Höhe der Zeit. Zum Beispiel, was die Entwicklung der Klassenverhältnisse im zeitgenössischen Kapitalismus angeht, was die Bedeutung der technischen Entwicklung für die Marx'sche Werttheorie angeht und vieles andere mehr. Offen ist auch immer geblieben, was nun eigentlich genau die Marx'sche Krisentheorie ist. Auch da gibt es ja unterschiedliche Interpretationen. Und eine entwickelte Staatstheorie findet man bei Marx überhaupt nicht. Relevante Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse wie Rassismus und Sexismus werden ebenso wie die Krise der Naturverhältnisse bei Marx kaum angesprochen. Genauso fehlen psychologische und subjekttheoretische Überlegungen. Insgesamt ist das Marx'sche Werk durchaus von dem das 19. Jahrhundert prägenden Fortschrittsoptimismus geprägt und der Hoffnung auf eine befreiende Wirkung der Politikfachentwicklung. Auf die Dialektik der Aufklärung hinzuweisen, die späteren Theoretiker zu überlassen. In unserem Zusammenhang scheint mir wichtig, dass Marx nicht nur Analytiker der bürgerlichen Gesellschaft war, nicht nur ein politischer, sondern vor allem ein intellektueller Revolutionär. Mit ihm eröffneten sich neue Dimensionen kritischen Denkens, gerade in der Nachfolge Hegels. Und deshalb bietet sein Werk, richtig verstanden, wichtige Grundlagen für eine emanzipative Theorie und Praxis. Dazu bedarf es allerdings nicht nur einer Weiterentwicklung, sondern auch einer kritischen Lektüre seiner Texte und der Aufarbeitung historischer Erfahrungen. Deshalb, was Kritik und Emanzipation angeht, steht Marx im Übrigen keineswegs alleine. Es ist notwendig, in diesem Zusammenhang auch daran zu erinnern, dass es andere nicht-marxistische Theorieansätze gibt, die durchaus relevant sind für eine emanzipative Theorie. Zu nennen wäre zum Beispiel Foucault, Bourdieu, nicht ganz Marx, feministische Theorien, möglicherweise sogar die Systemtheorie Luhmanns oder die Max Weber. Besonders interessant ist, dass in der marxistischen Diskussion faktisch keine relevante Auseinandersetzung mit dem Anarchismus gegeben hat, der ja ebenfalls den Anspruch einer revolutionären und emanzipativen Theorie hat. Es gibt also in der Tradition der marxistischen Theoriediskussion erhebliche Lücken und Schwierigkeiten. Und die haben die Situation dessen, was Marx und Wissen heißt, schon sehr entscheidend geprägt. Angesichts dieser theoretischen Gemengelage verwundert es daher nicht, dass es zu sehr unterschiedlichen Interpretationen der Marx'schen Theorie kam und damit verbunden auch mit zum Teil heftigen politischen Auseinandersetzungen. Sie haben auch bei dieser Tagung eine Rolle gespielt. So hat Roland Roth sich in einem Schreiben dagegen verwahrt, dass so unterschiedliche Ansätze wie der orthodoxe, am Staatssozialismus orientierte Marxismus und der undogmatisch offene unter der Überschrift Hessen auf eine Stufe gestellt wurden. Dass also quasi im Nachhinein unter dem Label Emanzipation und Demokratie so etwas wie eine theoretische Linksfront geschaffen werde oder imaginiert werde, das zielt auf das Verhältnis nun in der Tat zwischen Frankfurt und Marburg, bedeutet das Verhältnis vom Institut für Marxistische Studien und Forschung, des SP, also alles Organisationen, die politisch, theoretisch weit auseinandergelegen haben, sich aber alle auf Marx bezogen haben. Wohl wendet dagegen ein, dass unter einem emanzipativen Anspruch vor allem darum gehe, die Marx'sche Theorie als kritische aus den Trümmern des orthodoxen Marxismus zu befreien. Und in gewisser Weise ist diese Differenz, die hier angedeutete Differenz, ein entscheidender Punkt der Unterschiede in der Herangehensweise bei allen Gemeinsamkeiten zwischen Marburg und Frankfurt.
Darauf aber jetzt im Einzelnen nicht mehr darauf eingegangen zu werden, weil nach dem Untergang des Staatssozialismus diese Gegensätze sich einigermaßen eingeebnet haben. Die neuere Entwicklung, zur Zeit werden ja nicht nur 200 Jahre Marx, sondern auch das 50-jährige Jubiläum der 68er Bewegung gefeiert. Das ist insofern wichtig, als mit dieser Bewegung auch ein großer Aufschwung der Marx-Rezeption verbunden war. Im Übrigen hat sie auch mich dazu gebracht, mich ernsthaft mal mit Marx auseinanderzusetzen, relativ spät in meinem Leben, muss ich sagen. Die Studentenbewegung hat wesentlich dazu beigetragen, nicht nur das postfaschistische Nachkriegsdeutschland ein Stück weit zu demokratisieren, sondern auch die Emanzipationsdiskussion auf eine sehr viel breitere Basis zu stellen. So haben der neue Feminismus oder die Kritik der Naturverhältnisse dort und gerade ihre Kritik an Marx und dem Marxismus eine wichtige Wurzel. Gleichzeitig intensivierten sich damit aber auch die genannten Auseinandersetzungen, was sich in sehr unterschiedlichen politisch-theoretischen Organisationsformen äußerte. Die K-Gruppen, K-Parteien, die Spontis oder auch das SP. Mit dem Auslaufen der Studierendenbewegung und mit der Entwicklung der sogenannten neuen sozialen Bewegung hat sich das theoretische und politische Feld erheblich verändert. Die Frage der Emanzipation, etwa in Bezug auf die Natur- und Geschlechterverhältnisse, wurde nun auf ganz neue Weise thematisiert. Ein entscheidender Faktorpunkt war schließlich der Zusammenbruch des Sowjetsystems, wodurch sich einige der überkommenen politisch-theoretischen Kontroversen sozusagen ganz selbst erledigten. In den aktuellen haben wir es mit der permanenten und sich in vieler Hinsicht verschärfenden Krise des globalen Kapitalismus zu tun und dessen sozialen Folgen, was Marx in gewisser Weise zumindest wieder in die Feuilletons gebracht hat, zumindest auch in der FAZ. Insgesamt ist das theoretisch-politische Feld des Marxismus heute sehr viel offener als in den 60er und 70er Jahren. Das allerdings unter den Bedingungen eines starken politischen und theoretischen Rollbacks seit den 90er Jahren. Dass ausschließlich unter Rückgriff auf Marx und die Marxische Theorie eine emanzipative politische Praxis begründet werden könnte, glaubt heute wohl niemand mehr. Gleichwohl bleibt die Theorie eine wesentliche Grundlage. Das bekannte und auch in der Veranstaltungsankündigung hier zitierte Wortdiktum von Marx von der Notwendigkeit einer Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist nicht zuletzt angesichts dessen von besonderer Aktualität, dass der Widerspruch zwischen den gesellschaftlichen Möglichkeiten und ihrer Realität kaum je so groß und so offener war wie heute. Sowohl von Marburg als auch von Frankfurt aus gab es im Folgenden wichtige theoretische Entwicklungen. Zu nennen sind etwa die politische Theorieforschung, die Imperialismusforschung, die Europaforschung in Marburg oder auch die Regulations- und staatstheoretischen Überlegungen in Frankfurt. Bei letzteren ging es vor allem darum, einen Kernbestandteil der Marxischen Theorie, einen oft vergessenen Kernbestandteil der Marxischen Theorie, nämlich das Konzept der sozialen Form, herauszuarbeiten. Und dies gegen eine ökonomistische Lesart von Marx zu wenden. Allerdings haben sich im Zuge des neoliberalen Rollbacks an den Hochschulen die Schwerpunkte deutlich verschoben. Das Institut für Sozialforschung spielt in Bezug auf die Marxische Theorie kaum noch eine Rolle. Und an der Universität Frankfurt hier wurde das weitgehend eliminiert. Ein aktuelles Beispiel ist die Stellungnahme der Dekanin des Fachbereichs 3, dieser Universität auf die Forderung von Studierenden nach einer Professur für kritische Theorie. Man könnte halt nicht alle Wünsche befriedigen. Die kritische Theorie ist ja auch nicht mehr so wichtig und es gäbe bedeutsame theoretische Weiterentwicklung. So Dekan. Angesichts des Zustands der Sozialwissenschaften hierzulande ist das eine sehr bemerkenswerte Äußerung. Aber es gibt Schwerpunktverlagerungen. In Marburg ist der Ofen nicht ganz aus. In Kassel gibt es was Neues, in Wien auch. Das sind Ausstrahlungen, die von hier ausgehen und die Sache machen die Sache ja
auch nicht so schlecht, weil nämlich es ja nicht so ist, dass bestimmte traditionelle Orte immer traditionelle Orte bleiben müssen. Die können sich auch mal wieder ändern. Zu den Perspektiven. Zum Schluss ein paar Bedeutungen zur Bedeutung der Marktwirtschaftstheorie heute. Wie gesagt, muss eine kritische Theorie der Gegenwartsgesellschaft einiges über Marx hinausgehen. Klassentheoretisch ist bedeutsam, dass die Konfliktlinien heute sehr viel anders verlaufen, als Marx selbst prognostiziert hat. Was das Proletariat angeht, so gibt es einerseits die wachsende Ungleichheit in den kapitalistischen Zentren und auf der anderen Seite die Erscheinung, dass die Proletarisierten aus der Peripherie ihr Heil nicht mehr in der Revolution, sondern darin sehen, ihr Land zu verlassen und in eben diese Zentren abzuwandern. Dies wiederum führt zu dem heute beherrschend gewordenen Konflikt zwischen denen, die sich auf Wanderschaft begeben und denen, die es darauf ankommt, eben diese ihre imperiale Lebensweise, um Uli Brandt zu zitieren, zu verteidigen. Ein Konflikt, der sich auf sehr interessante Weise miteinander verbindet. Also Konflikt, was zum Beispiel ein wesentlicher Grund für die Erfolge der AfD ist, auch in den unteren Klassen. Diese Wanderungsbewegung ist unter anderem ein Effekt der Globalisierung, die im Kommunistischen Manifest treffend vorausgesagt worden ist. Diese Globalisierung, die sogenannte Globalisierung, ist allerdings auch ein Zeichen für die erstaunliche Flexibilität des Kapitalismus, dem es immer wieder gelingt, sich durch Krisen hindurch, durch große Krisen hindurch neu zu organisieren. Auch die heutige Form der Globalisierung muss kein Endstadium darstellen. Die Zeichen für eine Renationalisierung sind unverkennbar, verbunden mit der neuen Möglichkeit verheerender Kriege, die schon immer ein Lebenselixier des Kapitalismus waren. Eine gewissermaßen objektive Grenze für den Kapitalismus ist jedenfalls kaum auszumachen. Was zu der Frage führt, was nun eigentlich unter der realen Bewegung zu verstehen sei, mit der Marx den Kommunismus bezeichnet hat. Das ist die reale Bewegung. Es bedarf also einer Erklärung, weshalb es trotz Krisen und gesellschaftlicher Zerfallserscheinungen keine revolutionäre Bewegung gibt. Dazu sind einmal subjekttheoretische Überlegungen notwendig, etwa bezüglich der Frage, wieso nach der Krise des Fordismus und im Zuge der neoliberalen Offensive die individuelle Selbstoptimierung und das sich selbst durchschlagen an die Stelle gesellschaftlicher Veränderungsbemühungen getreten ist. In diesem Zusammenhang gehört auch der Strukturwandel der Öffentlichkeit, der durch die neue internetgestützten Kommunikationstechnologien verursacht worden ist. Die gewissermaßen damit verbundene Demokratisierung der Öffentlichkeit, in der jeder praktisch und jede Zugang zu ihr hat, wird allmählich zu einer ernsthaften Bedrohung der liberalen Demokratie. Auch das so ein Widerspruch. So hat das verstärkte Aufkommen des Rechtspopulismus eine wesentliche Ursache in diesem Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der von Horkheimer und Adorno formulierte Begriff der Kulturindustrie erhält damit ganz neue Dimensionen. Wenn man die auf Marx bezogenen staatstheoretischen Erkenntnisse ernst nimmt, so stellt schließlich die heute inzwischen sehr stark staats- und parteibezogene politische Orientierung in vielen Teilen der Linken ein gewisses Problem dar. Ist deshalb, weil folgt man dem Marx-Theorie-Ansatz mittels des bestehenden Staates eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft nicht möglich ist. Das spricht, das muss ich betonen, nicht gegen eine staats- und parteiorientierte linke Politik. Es fragt sich nur, ob die ausreicht. Es stellt sich die Frage, was eigentlich deren wichtigstes Terrain ist. Gramsci hat darauf hingewiesen, dass die Zivilgesellschaft der Ort ist, in deren hegemoniale Kämpfe auch stattfinden und in dem Hegemonie stabilisiert wird. Es bedürfte also zivilgesellschaftlicher Initiativen, also das, was Marx Fuse einmal als Kulturrevolution bezeichnet hat, um gesellschaftliche Veränderungen wirklich voranzutreiben. Auch davon ist angesichts des heute herrschenden Neo-Biedermeier relativ wenig zu sehen.
In den aktuellen 68er-Feiern wird der kulturrevolutionäre Impetus dieser Bewegung im Allgemeinen nur noch anhand einiger etwas bizarrer Äußerungsformen abgehandelt, aber nicht mehr ernst genommen. Überhaupt wäre es angesichts der historischen Erfahrung notwendig, Abstand davon zu nehmen, Revolution einfach in den Kategorien einer Übernahme der Macht zu begreifen. Wir haben in diesem Zusammenhang hier in Frankfurt den Begriff des radikalen Reformismus geprägt. Dies im Bewusstsein dessen, dass der revolutionäre Prozess langwierig ist, sich auf die Wurzeln der gesellschaftlichen Verhältnisse richten muss, auf die herrschenden sozialen Beziehungen bis hin zu den Familien- und Geschlechterverhältnissen, die herrschenden Werte bis hin zu den Vorstellungen davon, was nun eigentlich ein gutes Leben sei. Das ist nicht staatlich zu verordnen, sondern nur gesellschaftlich zu entwickeln. Bedarf gesellschaftlicher Initiativen, von denen allerdings zurzeit relativ wenig zu sehen ist. Also, die Marxische Theorie und ihre Tradition bietet nach wie vor eine wichtige und entscheidende Grundlage für eine emanzipative und demokratische Politik. Es gelte aber, diese nicht nur wieder in ihrer ganzen Breite fruchtbar zu machen, weiterzuentwickeln und mit neueren gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen zu konfrontieren. Das erfordert auch eine kritische Auseinandersetzung mit ihr. Die aktuellen Marx- und 68er-Feiern dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in theoretisch und mehr noch politisch eher dürren Zeiten leben. Leipzig lässt sich deshalb auch so schön feiern. Aber die Geschichte zeigt ja bekanntermaßen oft recht unerwartete Konjunkturen. Und es gibt gelegentlich auch ganz unerwartete Entwicklungen. Und das lässt immerhin hoffen. Danke.